Freunde, servus, wieder einmal aus dem Grombelli. Jawohl, ich bin wieder am Ausrücken. Jawohl, besondere Mischung habe ich dabei, ne? Meine besondere Getränkemischung. Ne? Das ist nicht das drin, was draufsteht. Ne? Ich habe gemerkt, wenn ich den ganzen Tag draußen bin und Saftblatt Spezi, da geht es auf noch ganz schön hartig durch. Jetzt habe ich Spezialmischung. Spezialmischung, du. Die verrate ich aber nicht. Du darfst mal einen Kommentar schreiben, was da drin ist. Du. Das ist eine Spezialmischung. Das ist für echte Holzrucker. Ja. Da kriegst du Kraft. Ja, Schmarrn. Spaß beiseite, hat der Religionslehrer aber gesagt. Gell? Spaß beiseite. Hinten, seht ihr eh schon im Hintergrund, wie ein Schlachtfall schaut aus. Gell? Da rammen wir Hände auf, da schneiden wir jetzt zusammen. Fixling, Brennholz und so weiter. Habe ich mein Husqvarna dabei, lassen wir die wieder durchstarten. 55 Mark 2, der geht wie Sau. Feier ohne Ende, hat einmal einer geschrieben. Jawohl, sag ich ja, Feier ohne Ende, die 55 Mark 2. Ja, und einmal kurz da, schaut mal her. Schaut mal her, das haben wir schon aufgeräumt. Soweit. Ja, da liegen Füchslingen da ein paar. Und da hinten, das ist ein Brennholz. 4 Meter lang. Abschnittslaufer kommt auch weg. Demnächst schauen wir mal, ob ich da wieder mitfilme. Ja, ja, wunderbares Brennholz. Gibt's ja nichts Besseres, ne? Und da, da ein paar Stimmen von unten weggeschnitten. Mal das Dreck ist da. Das ist halt scheiße. Den Weg müssen wir mal gescheit richten. Aber mal. Wenn wir mal Zeit haben, können wir mal richten. Ne? Und da ein paar von unten weggeschnitten. Und da war ich gar nicht mehr der Band. Das war total, ja, brandlich wird es auch halt. Ne? Die haben wir dann am Hackschnitzelhafen. Und so bleibt kein Abfall über. Oder? Was sagt ihr jetzt dazu? Das ist doch eine saubere Sache. Ich meine, allebei, das ist fast die beste Wirtschaft, also eine Holzwirtschaft, weil kein Abfall überbleibt, oder? Was sagt ihr jetzt? Brennholz kannst du machen, Hackschnitzel kannst du machen, am Sägewerk schneiden wir auf und Rundholz kannst du auch noch irgendwie loswerden. Ne? Von dem her, jetzt höre ich schon vorne im Vatikanesel, das Mutterl fährt schon raus. Das Mutterl, das kommt vom Vespa-Bäder, haben wir Servus, gell? Ja, ich habe gar nicht so kennt, jetzt hast du letztes Mal unter mein Video kommentiert, jetzt haben wir mal angeschaut, was du so treibst, bist auch ein rechter Hundling. Ja, das Mutterl, der Name, der stammt von dir, das ist ein Pein, das Mutterl fährt schon her, ein Vatikanesel in den Schlepper, die hebt ein bisschen auf den Teich. Da sollen wir nicht so in den Dreck einschneiden. Gell? Ich habe schnell drauf. Du. Wenn ich gar schnell drauf habe, dann wird es scheiße. Schauen wir mal. Sehen wir schon. Ah!
Da kommt ja ein Hemm da drüber. Wir müssen da, den man da oben, oder? Kann es ihn gleich viel besser aufnehmen. Wir können einen Hemm, probieren wir mal. Vielleicht packe ich es jetzt. Oh, sackradi. Sackradi. Nein. Da, da läuft es aus. Da läuft es aus. Oh ja, nehmen wir weiter. Jawohl.
So, dann haben wir es geschafft. Und mein letzten Flecken hinten von den drei, wo ich das letzte Video gezeigt habe, für den drei Hafern. Eins, zwei, drei davon waren nur ein paar. Haben wir noch weg. Jetzt haben wir es abgelenkt. Das fahre ich alles mit dem Rückenbogen zusammen. Das kommt noch im nächsten Video. Fahre ich dann mit dem Rückenbogen das zusammen für Hackschnitzel. Genau. Da wird es. Vielleicht geht da noch ein bisschen was raus, das tue ich ein bisschen zusammen, auseinander mit dem Rückenbogen, mit der Zange. Dann kann ich schauen, vielleicht bringe ich doch noch ein bisschen was raus. Ein, zwei Längen für Brennholz. Das ist das Beste. Verstehst du? Es brennt, wenn es auch. Der Weg ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, gell? Aber den riecht man wieder sauber her. Und dann geht das auch wieder. Ja? Nur ein paar Längen im Hintergrund, seht ihr selber. Da kann man noch ein bisschen was rausschneiden. Da gingen auf alle Fälle nur ein paar Brennholzlängen raus. Bloß dann muss man erst mit dem Rückenbogen auseinander klauen ein bisschen, weil sonst kommt man nicht gescheit rein. Ihr zwickt es zäh, aber habt ihr gesehen. Hin und wieder zwickt es sich, aber es geht eigentlich ganz gut also, zum Wegziehen mit dem Bulldog, würde ich sagen. Und ganz schnell. Da haben wir jetzt für das weil eine Viertelstunde, 20 Minuten braucht maximal. Ja, eine halbe Stunde ungefähr, hier und her, eine halbe Stunde ungefähr. Also es geht recht zackig, ich finde das ganz gut. Da haben wir jetzt da beim Brennholz. So schaut der Hafer jetzt aus. Schon doch was, ganz schön was zusammengekommen da. Ein paar Stier haben es doch. Da kann der Winter kommen, gell. Es teilt sich schon, das Jahr macht so, schaut so. Ja, mei, ist ja so. Ja. Genau, also das habe ich jetzt mal so getestet, das hat jetzt bei dem Fleckel gut hingehauen, drin hat anschneiden, besonders weil es halt Schwachholz war, drin hat anschneiden, ein bisschen auslassen, drin hat gar nicht nach der Länge, ich habe nicht einmal das Moosbandel genommen, also einfach ein bisschen auslassen, dass der Großteil jetzt drin liegt, halt, die kleinen ist, die großen, das ist klar, also da wegen Käfer, habe ich auch schon aber geschaut, ob da im Nestl hat man nur was sieht, ob da ein Käfer drin ist, der war jetzt nicht gleich was, aber sonst drinnen ein bisschen ausnassen und dann ziehst du ihn raus, lass den Gipfel dran. So haben wir es jetzt probiert und haben es da hergezogen, wer die Möglichkeit hat und dann da am Platz zu ablegen, das geht schneller, weil wenn du jetzt drinnen ablenkst und so weiter und dann ziehst du die Längen extra und so weiter und so fort und Gipfel extra. Das ist, dauert alles viel, viel zu lang und besonders bei denen, wenn ihr jetzt da habt ihr gesehen, schaut das letzte Video nochmal an. Ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr da so einen Hänger hast und da rennt und du kommst nicht hin, dann ist es doch ganz gut, wenn man schaut, dass man das Zeug rausbringt. Dass weder ganz eine große Rolle spielt, also bei mir, bei uns zumindest. Jo. So, da bin ich jetzt beim Polter da, der ist auch schon markiert, wird auch geholt demnächst, so schnell wie möglich natürlich. Und da ist mir nur was aufgefallen, ich habe bei meiner Husqvarna gesehen, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch auch das Problem gehabt hat, und zwar habe ich eine X-Cut-Schiene drauf, eine X-Cut-Schiene und eine X-Cut-Ketten, 45 cm Schwert, 3/25 Teilung, und mir ist jetzt aufgefallen, dass das letzte Mal, wie ich von Holz angekommen bin, jeder zweite Zahn von der X-Cut-Ketten angerissen ist. Man muss dazu sagen, bei der Ken, der haben schon die Zehe relativ weit ja, hinten geschliffen gewesen, sag ich einmal. Also die waren schon weit am Strich hinten, also ein Strich drauf, wie weit du halt hinten gehen kannst, rein theoretisch. Die war schon relativ weit hinten, aber ich habe mindestens nur, sagen wir mal, 2-3 mm gehabt bis zum Strich hin. Also die Ken war noch gegangen, aber ich habe noch gesehen, dass jeder, ja nicht, ich kann nicht sagen, ob es jeder zweite Zahn war genau, aber schon relativ viel Zehen einfach angerissen. Also einfach, der hat es einfach komplett angerissen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon das Problem gehabt, bei der Husqvarna 550er XP Mark II, wie gesagt, X-Cut Garnitur, dass einen die Zehen auch angerissen sind. Das darf mich interessieren, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein, warum, ob ihr weiß, warum das so ist, ob ich was falsch mache. Weil wenn ich was falsch mache, dann darf ich es gerne ändern. Ansonsten ja, ist komisch, gell, dass die Zehen anreißen. Normalerweise dürfen das nicht sein, würde ich sagen.
Da würde mich interessieren, warum das da jetzt der CEO ist. Vielleicht hat da eine andere Idee, was das sein kann. Jawohl, so, trinken fang du, ich schau, dass ich mich verzeihe. Jetzt trinke ich einen Kaffeetscherl. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen wieder einmal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen, da habe ich alle Weile an, bewertet das positiv und ich würde es ganz sackerisch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich schicke einen Gruß aus. Habt ihr aus dem Grombelli, jawohl. Holla, 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 holla